nicht verheiratet waren. Wir waren noch Brautleute, die also nicht. Und jetzt war, und da sind wir mal nach Thüringen gefahren, das war eine Sommerfrische. Aber kein Zimmer zu kriegen, das heißt, einsamer gehabt. Aber wir konnten doch nur beten, weil wir doch nicht und so. Und muss ich mal in ein Zimmer suchen. Ne? Da kommt eine Frau, ich sage, Sie werden entschuldigen. Wissen Sie, wo man hier die Nacht bleiben kann, über Nacht? So, gehen Sie doch mal auf Schluss, die Leute vermieten manchmal zwei Zimmer. Bin ich auf Schluss geklingelt, kommt die Beschließerin raus. Ich sage, hätten Sie vielleicht für die, ja, ein Zimmer haben wir noch, aber da können Sie nicht rein. Aber wieso nicht? Sagt sie, ja, da hat sich vor 100 Jahren die alte Gräfin drin aufgehängt und seit der Zeit spukt es in den Zimmer. So, das ist doch Quatsch, das ist doch Aberglaube, sag ich. Lassen Sie mich mal verantworten. Sagt, darf ich auch verantworten? Nein, nun weiß man ja nie mit so einem Spuk, ob was war das dran. Na, ich hatte mal eine Grippe mitgenommen mit rein. Und ich habe schön geschlafen. Nacht um 12 her ist ein Geräusch. So ein Kotzen, ich denke, was ist denn nun los? Ich mache den Ohren auf, ich mache sie wieder zu, nochmal auf, Taschenlampe, fünf kleine Finger, so über den Bettrand. So, Sie nehmen Sie den Pfoten weg. Nehmen Sie die Pfoten weg, 10 kleine Finger. So, Sie, ich habe ja einen Knüppel. Nehmen Sie die Knochen weg, ich habe ihn drauf. Ich sage, 1, 2, 3, wenn. Und seit der Zeit hinke ich auf den linken Fuß.